Hallo Freunde, wir haben öfters die Frage, was kann ich noch tun, wenn ich ein Schilddrüsenthema habe? Welche Form der Schilddrüsenzuwendung wäre möglich? Und da geht es eben immer um Übungen. Es geht ums Berühren, also Formen der Massage. Es wird oft ein Hormon-Yoga, Schilddrüsen-Yoga gemacht. Da gibt es einige Angebote. Und wir schauen uns heute eine Übung zum Mitmachen an. Auf einfach besser leben ist das hoch geladen worden. Ich kann das nachher auch verlinken, wenn ihr das nachmachen wollt, ohne meinen Kommentar. Aber ich würde jetzt einfach mal ein bisschen meinen Kommentar dazu geben, wie diese oder warum diese Übungen so angeboten werden und was für Vorteile sie bringen könnten. Wir wollen mit dieser Übung die Energie wecken und gleichzeitig den Nacken mobilisieren. Einatmend, heb deine Arme ganz entspannt nach oben. Ausatmend, lass sie sinken und drehe den Kopf zur Seite. Einatmend, drehe den Kopf in die Mitte zurück. Ausatmend, drehe den Kopf zur anderen Seite. Was haben wir da für Elemente? Die Schilddrüse ist ja vorne am Hals. Die Nerven, die in die Arme hineingehen, versorgen auch die Schilddrüse. Da gibt es Verwandtschaften. Die Nerven ziehen auch durch Gebiete in der Umgebung der Schilddrüse, die durch Entzündung auch mal beeinträchtigt sein können. Also prinzipielle Überlegung mit Muskelanspannung, Entspannung, Bewegung, dieses Gebiet zu dehnen. In Verbindung mit einer Atmung, wo man davon ausgeht, dass auch das Zwerchfell sich dabei frei bewegt, wenn man tief atmet. Das hat Vorteile auch auf Nebennierenebene, dass dadurch eher der Fluss der Nebennierenhormone durch Durchblutungssteigerung verbessert wird. Also prinzipiell mal eine Übung, die mobilisiert. Es ist natürlich jetzt so, je nachdem, wie stark die Entzündung war, die ich hatte an der Schilddrüse und wie stark diese in die Umgebung sich hinein ausgebreitet hat und wie intensiv auch Vernarbungen vorliegen, die die Schilddrüse fest verkleben, wird diese Übung in verschiedenen Grad Wirkung zeigen. Es ist eine ausgezeichnete Übung im Grunde genommen mal für alle, weil man damit nichts falsch machen kann. Es ist eine ausreichend sanfte Dehnungsbewegung da. Bei Fällen, wo die Schilddrüse blockartig verbunden ist und jede Bewegung des Kopfes auch die Schilddrüse, das Gewebe der Schilddrüse dehnt. Und das Dehnen ist ja an sich nicht so schön. Das kann die Funktion beeinträchtigen. Es würde aber mit einbezogen werden in den Versuch, die Schilddrüse durch Dehnung wieder von der Umgebung abzulösen. Das kann man gezielter machen mit so einer Bürstenmassage, aber als einleitende Übung ist das ganz toll. Einatmen, Kopf in die Mitte, die Beine durchstrecken. Ausatmen, in die Knie sinken und den Kopf drehen. Bleib nun in diesem entspannten Bewegungsfluss. Stell dir dabei vor, dass du beim Einatmen frische Energie durch deine Beine und deinen Rumpf nach oben ziehst, bis in deine Fingerspitzen. Und mit dem Ausatmen entlässt du alles Alte und Verbrauchte aus deinem Körper. Achte bei der Übung darauf, dass deine Schultern völlig entspannt bleiben, auch wenn du die Arme nach oben hebst. Deine Schulter bleibt. Er kombiniert das eben mit Aus- und Einatmen und dann auch noch mit der Imagination, dass man beim Ausatmen dann auch, sagen wir mal, schlechte Energie hinaus befördert. Und mit dem intensivierteren Einatmen dann gute Energie und auch Lebenskraft wieder tankst. Und das ist schon eine interessante Situation, dass die Schilddrüse ja den Atemwegen
unmittelbar benachbart ist und nach der Elementelehre auch dazu dient, das Element Luft in der Aufnahme zu fördern. Also die Schilddrüsenhormone werden auch mit den Eigenschaften ausgestattet, die das Element Luft selber hat, nämlich warm und feucht zu sein. Und das ist natürlich schon interessant, dass man auch Atmung, Ausatmung gerade nutzen kann, um auch die Vorstellung eben störendes Gifte auszuscheiden. Und das ist natürlich schon eine allgemeine Situation, die wir jetzt haben, dass wir, wenn wir in einem zivilisierten Land leben, wo auch sehr viele Autos rumfahren, die mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden, dass wir eine sehr hohe Feinstaubbelastung haben. Und diese Imagination würde eben auch darauf abzielen, dass die Schilddrüse, die bevorzugt solche Stoffe aufnimmt, diese auch wieder abgeben darf. Das gefällt mir auch gut. Bleiben stets tief unten, ganz entspannt. Mit der Übung Herz öffnen stärken wir die Energien von Herz und Herzbeutel, also Perikard Meridian. Mit dem Einatmen heben deine Arme sich bis auf Schulterhöhe und öffnen sich zur Seite. Achte dabei darauf, dass du nicht in ein Hohlkreuz kippst. Einatmen, heben wir die Arme nach oben, öffnen, ausatmen, schließen die Arme sich und senken nach unten. Mit dem Einatmen streck deine Knie, wachse nach oben. Mit dem Ausatmen schließe deine Arme und sink nach unten, indem du die Knie etwas beugst. Der Blick ist gerade ausgerichtet. Du spürst in der geöffneten Position eine Dehnung im Bereich deiner Innenarme und des Brustkorbs, also im Bereich. Das Thema Herzöffnen wird ganz oft bei Übungen zur Schilddrüse mit hineingenommen. Ich denke, weil dafür gibt es viele Argumente, jetzt auch wenn man so medizinische Aspekte mit einfließen lässt, weil ja die Luft, die feuchtwarme Luft, die hereingeht, dann vom Herzen aus direkt in den Körper dann gebracht wird. Das ist eine Verbindung. Und wenn man jetzt die Energiewirbel anschaut, also man sagt das Halschakra und das Herzchakra, die sind intensiv zusammenhängend. Beide sind feuchtwarme Wirbel. Beide bringen Feuchtigkeit und Wärme in den Körper. Und wenn ich jetzt beispielsweise durch eine, sagen wir mal, Kränkung oder durch Verletzungen, durch Stress meine Gefühle nicht mehr frei fließen lasse, dann habe ich so eine Art Enge in der Brust. Und da gibt es eben so Spekulationen wie, ja, das ist, kann dann normal einen Herzinfarkt auslösen. Und wir kennen auch Fälle von Verkrampfungen der Muskulatur, wo das alles ganz fest herum wird, wo dann eben so Kreislaufkomplikationen auftreten. Und das würde dann auf energetischer Ebene sagen, na gut, das trocknet sozusagen aus und wird kalt. Und das wirkt sich sehr negativ auf die Nebennieren aus, die ja unmittelbar so am unteren Rande jetzt liegen, ne? Also im obersten Teil des weichen Teils des Bauchs, auf der Höhe ungefähr sind auch die Nebennieren, auf der Rückseite dann. Die werden auch mit Atmung erreicht. Und die Atmung, die Lunge, ist ja in unmittelbarer Nachbarschaft des Herzens. Und der Brustkorb schließt die ein. Und der Brustkorb mit seinen knöchernen Begrenzungen ist ja die Metapher für die Eingrenzungen, die wir erleben als Individuum in unseren Gefühlen auch, wo wir uns beherrschen müssen. Wir beherrschen uns, indem hier die Muskulatur fest wird und auch die Atmung flacher wird. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor zur Nebennierenschwächung, die dann oft auch bei der Schilddrüse zu Entzündungsreaktionen führt. Deswegen dieses Herzöffnen, eine Übung, das Herz zu öffnen, ist äußerst positiv, um das wieder, also um dem gegenzusteuern und auch wieder diese Gefühlsenergie in sich zu entdecken, sodass auch Gefühle wieder mehr fließen können. Darüber hinausgehend ist ja die Schilddrüse und sind auch die Nebennieren sehr stark beteiligt an diesen emotionalen Vorgängen. Die Schilddrüse
umso mehr, als sie auch in ihrer Umgebung mit Tönen über die Stimme laut werden, Möglichkeiten hat, diese Emotionen noch mehr mitzuteilen. Also auf Schilddrüsenebene macht es einen Riesenunterschied, ob ich meine Gefühle ausspreche, ob ich mir Luft verschaffe im Sinne von anderen was mitzuteilen. Und das Verstummen von Menschen, die sagen, es hat eh keinen Sinn mehr, das zu tun, das ist oft ein Reiz, der eine Schilddrüsenentzündung auch macht. Also hier eine Übung, die in diese Richtung zielt, auch sehr gute Sache. Des Herzens. Stell dir für die Übung einen weiten Horizont vor. Du öffnest dich, die Arme gleiten entlang des Horizonts. Dann beim Schließen der Arme stell dir vor, du nimmst die Energie in der Umgebung in dich auf und speicherst sie in deinem Körper. Genieße diese entspannte Bewegung, dieses tiefe, bewusste Ein- und Ausatmen. Die Übung Regenbogenschwenken vertieft auf ganz natürliche Art und Weise deine Atmung, indem sie deine Flanken dehnt. Für die Übung nimm deine Arme seitlich nach oben. Stell dir vor, du hältst einen Regenbogen zwischen den Händen und diesen schwenkst du nun über deinen Kopf nach links und rechts. Wenn du den Bogen nach links führst, so verlagert sich das Gewicht auf dein rechtes Bein und dieses beugt sich etwas. Komm zur Mitte. Da sieht man den Bezug zur Schilddrüse nicht so stark. Es geht hier ein bisschen auch um Balance, um so eine gewisse Körpersymmetrie, an der man arbeiten kann, oben und unten miteinander zu verbinden. Das ist auch so ein Phänomen, Schilddrüse, dass man sagt, der Kopf, wo eben das Gehirn da ist, was auch die Welt viel wahrnimmt, der ist mit einem Körper verbunden, der dann eher für die Bewegung, für das Tun verantwortlich ist. Und die beiden sind über den Hals verbunden, wo eben die Schilddrüse da ist, als eine Art Vermittlungsorgan. Und ich denke, dass sich das ein bisschen darauf bezieht. Es überzeugt mich nicht ganz so stark, aber kann man auch mitmachen. Ausatmen zur Seite, einatmen zur Mitte. Die Übung Himmel und Erde verbinden ist eine klassische Übung, um die Energien von Magen und Milzpankreas zu stärken. Wir stellen uns dabei vor, dass wir die Energien von Himmel und Erde aufnehmen und sie auf Magenhöhe miteinander verbinden. Wir verbinden also das Yin und das Yang. Ja, das würde ich ein bisschen anders formulieren. Also es gibt ja die Vorstellung, dass die Lebensenergie ja von unten in den Körper einzieht, also über das Kreuzbein. Und das ist jetzt zum Beispiel in Indien jetzt eine ganz klare Sache. Wenn ich Übungen mache, dann fließt von unten die Energie in den Körper ein, steigt nach oben und verbindet sich dann am Scheitelpunkt mit der kosmischen Energie, was anderes ist. Das kann jetzt in China, wo das eben jetzt dieses Konzept herkommt, auch ein bisschen anders sein, anders beschrieben werden. Ich würde aber nicht gerne dieses Yin-Yang-Prinzip so hinein verarbeitet wissen wollen, dass man sagt, man zieht sich da sozusagen einen dieser Teile herunter und da sozusagen die Erde und der Himmel sind auch in dieses Gegensatzpaar eingebunden. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Aber davon ganz ungeachtet, würde man im Prinzip sagen, und das schließt an, was ich gerade vorhin schon so als Vermittlerfunktion angedeutet habe, der Kopf, das Gehirn, das wäre dann etwas, was eben mit dem kosmischen Verbindung aufnehmen kann. Und das muss ich mit den irdischen Aufgaben, Empfindungen, Emotionen auch verbinden und auch, wie sollen wir es sagen, in eine Einheit finden. Also wir dürfen nicht zu kopflastig werden,
Wir dürfen auch nicht zu stark nur den irdischen Genüssen Genüge tun, sondern wir müssen eins mit dem anderen ein bisschen verbinden. Also so, das würde man jetzt anders beschreiben, kann man sagen, unsere Träume, unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, das ist eben das, was im Kopf, in der Vorstellung stattfindet. Und die Aufgaben, die Pflichten, die wir haben, uns überhaupt zu ernähren, uns in der Welt zu halten, um unser Leben, ja, in Bezug auf die Realitäten zu leben, das muss irgendwie dazu passen. Ja, und wenn das die Verbindung glückhaft ist, dann sind wir auch glücklich und zufrieden. Wenn das nicht so ist, dann leiden wir. Und dieses Leiden hat einen Abdruck natürlich dann auch im Hormonsystem, würde sich vorerst als Stress auf die Nebennieren legen, die eben dann Funktionsstörungen entwickeln. Aber da ist die Schilddrüse nicht weit hinten an. Und deswegen ist hier die prinzipielle Vorstellung, und das hat auch ein bisschen den Wert der vorhergehenden Übungen, aber hier wird das ganz bewusst gemacht, dass man sagt, das, was von oben kommt, und da meint man nicht unbedingt jetzt irgendwelche Gott oder Götter oder irgendwelche kosmischen Energien, werden mit aufgenommen, sondern das sind im Grunde genommen die Dinge, die wir in unserem Geist schon mit uns tragen. Und das muss hineingehen in den Körper und dort den Körper befruchten. Und dann nimmt man das aber auch wieder mit nach oben, sodass sozusagen auch in die geistes- und emotionale Welt dann auch die Realitäten, das Irdische, das Feste sich damit verbindet. Das kann man eben mit dieser Übung spielerisch zur Verknüpfung bringen. Und das kommt natürlich jetzt auch der Schilddrüse zugute und den Nebennieren natürlich auch. Die linke Hand nach unten. Wechseln die Position. Nun geht die linke Hand nach unten dabei. Da. Einatmen. Verbinde dich mit den Energien von Himmel und Erde. Ausatmen. Verbinde beide in deinem Zentrum. Wie der Name schon sagt, wollen wir mit der Qigong-Übung die Leber reinigen, die Leber und die Gallenblase aktivieren. Dazu stell dir vor, dass du frische Energie oder frisches Wasser in deinen Gedanken durch die Leber hindurch schickst. Die Hände starten auf den Rippenbögen und gleiten dann außen entlang des. Jetzt kommen wir sehr weit weg vom Thema Schilddrüse an sich. Die Übung macht ja bewusst an sich jetzt mal den Verdauungsprozess. Also es beginnt auf Höhe des Magens und des Dünndarms und der Verdauungsdrüsen, also die Leber, die er genannt hat, aber auch die Milz würde hineinspielen, die Bauchspeicheldrüse. Und die sind nach der Nahrungsaufnahme zuerst beteiligt dran, Dinge aufzuspalten, nutzbar zu machen, was rauszunehmen auch, was nützlich ist in der Nahrung. Und das dann auch, was dann übrig bleibt, was dann später auch ausgeschieden wird, das dann in die tieferen Regionen hineinzubringen. Und die Beine hängen jetzt auch hier nervlich an dieser Darmsituation und den Verdauungsdrüsen dran. Wenn man eben dann die Beine berührt, auch auf diese Weise, dann habe ich ja Auswirkungen auch auf den Darm. Also wir sprechen hier natürlich jetzt nicht nur über die Leber, und die Idee, die Leber zu reinigen, ist eine sehr stark verkürzte Metapher. Na, man müsste eigentlich mit einbeziehen die Reinigung der Bauchspeicheldrüse und der Milz vielleicht auch und auch vieler Zellen im Darm, auch noch im Magen, die an diesen Vorgängen beteiligt sind. Aber das hat sich so etabliert, dass man eben dann nur die Leber, weil sie halt die größte ist und vielleicht auch die bedeutsamste, dass man die damit einbezieht. Und gerade das Thema der Entgiftung ist so wichtig bei vielen Menschen. Ja, das kann man natürlich hier auch sagen, bei sehr vielen Menschen sind ja Entzündungen in der Schilddrüse ausgehend von dieser Darmsituation. Ne? Der Klassiker jetzt, das Leaky Gut, das am obersten Teil des Verdauungstraktes beginnt,
verschiedene Faktoren und Einflüsse hat. Und dort sind ja auch oft Verdauungsdrüsen, die das, was ich esse, nicht ausreichend verdauen können. Dann bleibt Unverdautes im Darm sehr lange und fördert dann die Bildung von Bakterien, die sehr ungünstig sind. Deswegen habe ich dann meistens einen aufgetriebenen Bauch. Und diese Übung soll versuchen, die Aktivität der Verdauungsdrüsen anzuregen, den Verdauungsprozess zu fördern, ihn vielleicht auch bewusst zu machen. Finde ich nicht schlecht. Das ist natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt 6 Qigong-Übungen bei Schilddrüsenstörung, bekommt man den Eindruck, dass jetzt nach und nach einfach so ein gewisses Gesamtkonzept von Qigong-Übungen, die dem Körper zugutekommen, mit einfließt. Aber das ist nicht verkehrt, weil tatsächlich aus verschiedenen Teilen des Körpers und seinen Aufgaben, die dann auch gestört sein können, seine Funktionen, die gestört sein können, dass die dann Einfluss auf die Schilddrüse und ihr Funktionieren haben können, weil sie eben eine so wichtige Drüse ist. Jetzt blasen wir das Herz nach oben. Nimmst ihnen Wissen. Einatmen in der Mitte hoch, aber nur so weit nach vorne, wie es deine Beweglichkeit zulässt. Einatmen und dann komm. Mit dem Qi sammeln wollen wir zu Ende einer Qigong-Sequenz in die Energie in unserem unteren Dantien sammeln. Dazu bewegen die Arme sich links und rechts an den Seiten hoch bis auf Kopfhöhe und gleiten über die Mittellinie nach unten. In deiner Vorstellung sammelst du die Energie in der Umgebung und zentrierst sie vor deiner Mittellinie und zum Ende hin vor deinem Unterbauch. Ich denke, dass diese Übung das komplettiert, was gerade in der vorhergehenden Übung war. Man versucht, mehr Energie hineinzuschicken in diese ganze, in den Verdauungstrakt und in den Körper. Man versucht sozusagen, die kosmischen, seelischen, geistigen Energien zu nutzen, um damit den Körper zu befruchten und zu beleben. Ja, auch nicht verkehrt. Insgesamt, diese 6 Übungen wären jetzt eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich habe einmal am Tag eine halbe Stunde für mich, wo ich diese Übungen mache. Das kriegt man sogar schneller durch. Ne? In 10 Minuten kann man es auch schon schaffen, wenn man es gezielt macht. Es sind Momente der Sammlung, wo dann meine Stressresilienz damit auch höher werden kann, wenn ich das als Pause nutze. Ne? Die Idee der Nebennierentätigkeit ist ja, dass ich morgens viel Energie habe, die dann möglichst den ganzen Tag reichen würde und dann abends runterfährt, sodass ich dann auch tief und erholsam schlafen kann. Die häufigste Form der Störung ist, dass ich das nicht mehr schaffe, dass ich Einbrechen anfange. Und da identifiziert man dann, wo ist mein energetischer Einbruch, sagen wir, der ist jetzt um 15 Uhr. Das kann ich dann mit einer schnellen Tasse Kaffee vielleicht wieder in Gang bringen, bin aber dann am Abend oft zu aufgeputscht. Das ist ein Beispiel dafür, dass der Impuls etwas zu stark war und dass das Mittel, was ich eingesetzt habe, zu stark stimulierend ist. Aber nehmen wir mal an, ich würde dann eine Tasse Kakao trinken oder einen Chaga-Tee, dann würde das vielleicht auch funktionieren. Aber man kann das mit Übungen auch machen. Wenn ich sage, immer um 15 Uhr habe ich diesen Einbruch, dann würde ich nach dem Mittagessen diese 10 Minuten Qigong einlegen und die Kraft, die ich sammle bei diesen Übungen, dann nutzen, dass der Tag dann länger hält und ich eben nicht diesen Einbruch erlebe. Und das wäre eine Strategie, eine Nebennierenschwäche wieder auszugleichen. Nebennierenschwächen sind der häufigste Entzündungsreiz für die Schilddrüse. Und hier sind eben zumindest die ersten Übungen sehr gut auf die Bedürfnisse der Schilddrüse abgestimmt. Und ich habe ja die Situation, wie schon kurz erwähnt, dass sehr häufig Entzündungen in der Schilddrüse vorliegen, bei fast allen von uns tritt irgendwann im Leben oder bestimmte Zeiträume hinweg eine Entzündung auf. Und die Verklebungen, die das zur Folge hat, die könnte man dehnen in der Hoffnung, dass sich eben die Schilddrüse wieder gut ablösen anfängt. Das kann man eben hier mit einbeziehen. Also es ist teilweise sind das Übungen zur Sammlung, zum sich kommen, in seine Mitte finden. Zum Teil sind es aber auch mechanische Reize, die man auf Höhe des Halses setzt, um die Schilddrüse wieder von den Fesselungen der Nabingverklebungen zu befreien.
Diese Übungen sind also eine sehr gute Möglichkeit, noch mehr auf dem Weg zur Hormonbalance an sich und seinen Strukturen zu arbeiten und deshalb empfehlenswert.